Hallo und herzlich willkommen bei Gindex. Hi. Hi. Und heute wieder mit einem tollen Cocktail, und zwar einen ganz klassischen Cocktail. Ein Gin-Cocktail natürlich, den Gin Sour. Ein Sour ist ein Cocktail, der ja, ziemlich konzentriert ist an Alkohol und ursprünglich hauptsächlich mit Whisky hergestellt worden ist. Besteht im Prinzip aus Zitronensaft und Zucker und Schnaps und... Genau. Manchmal wird noch ein bisschen O-Saft dazu gegeben. Heute nicht. Nein, heute nicht. Wir haben heute Gin, Zitronensaft, Zuckersirup. Wie wurde denn dieser Zuckersirup hergestellt? Tja, das ist ganz einfach. Man nehme 300 Gramm Zucker und kocht es mit 200 Gramm Wasser unter stetigem Rühren auf, bis sich der Zucker gelöst hat, und lässt es abkühlen, füllt es ab, hält sich wunderbar im Kühlschrank. Sollte man eigentlich daheim haben, wenn man gern mal ein paar Cocktails macht. Kann man leicht selber machen. Ganz einfach zu machen. Wir fangen an. Mit 5 cl Gin. So ist es. Ja, das ist ein bisschen was. Das ist ein Schnapsglas und ein bisschen. Ich kümmere mich schon mal ums Eis. So. Der Gin ist drin. 3 cl Zitronensaft gesellen sich dazu. Der Deckel hat sich verabschiedet. Das ist ungefähr ein Dreiviertel ist unserer Schnapsgläser. Ja. So 3 cl Zuckersirup. 1 bis 2. Ja, 1 bis 2. So genau kann man das ja eh nicht abmessen. Das stimmt. Ja, so ungefähr. Das sieht gut aus. Schauen wir mal, wie sauer oder süß. Sweet. Der am Ende dann ist. Das klebt ganz schön, das Zeug. Furchtbar. Kleb dich mal am Shaker fest jetzt. Los geht's. Tada! Tada! Geshaked. Yes. Nicht gerührt. Tja, farblich habe ich auch nichts erwartet. Ja, das sieht trist aus. Ziemlich. Das könnte auch so ein Proteinshake sein. So, für die Deko versenke ich mal noch eine Orangensaftscheibe. Eine Orangensaftscheibe? Ja. Sehr gut. Das nächste Mal kommt ein saurer Apfelring rein. Hat man auch süß und sauer. Mhm. Das ist quasi die Kindervariante für ein sauer. Ja, ich mag das. Ja, das ist eine gute Mischung an süß und sauer mit Alkohol. Das hat Pep, das belebt. Das ist richtig toll. Und die Orange gibt auch so eine Frische. Also das wirkt, das funktioniert. Ja, das kann man im Sommer auch trinken, vor allem mit der Orangensaftscheibe. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, Empfehlung von mir, von dir. Super. Daumen hoch. Lasst es euch schmecken, macht's nach. Schreibt uns, wie ihr es findet. Und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir wären euch sehr dankbar. Ja. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.